Lagerfeld packt aus, mit wem sich Karl das Kopfkissen teilt. Für Haarspalterei war Karl Lagerfeld noch nie bekannt, zumindest das scheint sich bis heute nicht verändert zu haben. Ganz im Gegensatz zu seinem Look. Seit diesem Jahr trägt der deutsche Modeschöpfer in Paris nämlich weißen Vollbart. Und was er in einem Interview mit dem französischen Magazin Numéro jetzt über die Gesichtsbehaarung sagte, ist nicht das einzig Überraschende. Lagerfeld über Diäten. Ich war 15 Jahre lang auf Diät, aber jetzt kann ich alles essen, was ich will, ohne dass ich auch nur ein Gramm zunehme. Es ist wirklich komisch, das Alter. Es kommt auf die Bedingungen an, unter denen man altert. Wenn man es ohne Exzesse und in großem Luxus macht, ist Altern eigentlich recht erträglich. Im Moment jedenfalls geht es mir gut. Ich habe wirklich jede Untersuchung über mich ergehen lassen, die Sie sich vorstellen können. Man hat nichts Schlimmes feststellen können. Aber rufen Sie mich in 10 Jahren nochmal an und dann reden wir nochmal darüber. Entwürfe. Bei Kahn habe ich einen Vertrag über 4 Kollektionen pro Jahr. Aber ich entwerfe noch 10 Kollektionen mehr. Hass. Ich habe mich über Überarbeitung noch nie beklagt. Das ist der Grund, warum alle anderen Designer mich hassen. Sie interessieren sich doch nur für ihre dämliche Inspiration. Sie können Stunden damit zubringen zu entscheiden, wo sie einen Knopf anbringen lassen, oder Entwürfe ihrer Assistenten auszusuchen. Das würde mich wirklich wahnsinnig machen. Ich bin eine Maschine. Wenn man ein Milliarden-Dollar-Business leitet, muss man einfach dranbleiben, seine Beerdigung. Eine Beerdigung? Wie schrecklich. Es wird keine Beerdigung geben. Ich will verbrannt werden und meine Asche soll zusammen mit der meiner Mutter verstreut werden und mit der von Kupette, Lagerfelds Katze, der, wenn sie vor mir stirbt. Männermodels. Für mich ist jeden Tag internationaler Frauentag. Eine Männermodelkollektion zeichnen und dann all diese dummen Models ertragen zu müssen? Nein, danke. Ganz zu schweigen davon, dass sie seit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung wie Gift sind. Nein, 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 lassen Sie mich bloß nicht allein mit einer dieser erbärmlichen Kreaturen. Homosexualität. Wer hat Ihnen gesagt, dass ich Männer Frauen vorziehe? Wie können Sie da so sicher sein? Michelle Obama. Ich liebe Michelle Obama. Als ein amerikanischer Journalist sie fragte, ob ihr Lederrock nicht ein bisschen zu eng ist für eine First Lady, hat sie geantwortet, warum, mögen Sie meinen dicken schwarzen Arsch etwa nicht? Aber glaube. Am Abend vor meiner Modenschau gehe ich nie aus, das bringt Unglück, die Metodebatte. Ich habe irgendwo gelesen, dass man jetzt ein Model fragen muss, ob es sich wohlfühlt beim Posieren. Es ist einfach zu viel, von nun an kann man als Designer nichts mehr machen. Wenn du nicht willst, dass an deiner Hose rumgezogen wird, werde kein Model. Tritt einem Kloster bei, es wird immer einen Platz für dich im Kloster geben. Sie rekrutieren sogar einen Nachfolger. Ich schlage nichts und niemanden als meinen Nachfolger vor, ganz einfach, weil Kahn mir nicht gehört seinen Bart. Ich habe auf dem berühmten Porträt, das Helmut Nepton vor 40 Jahren von mir gemacht hat, Bart getragen, und wollte das Gefühl, einen zu tragen, noch einmal erleben, um zu sehen, ob es sich nach all den Jahren immer noch so lästig anfühlt. Was lustig ist, ist, dass ich mit all diesen Barthaaren fast genau wie Kupette aussehe. Wir sind wirklich wie ein altes Ehepaar. Sie hält meinen Bart auch für mich instand, wenn wir schlafen, teilen wir uns ein Kopfkissen und sie leckt mir den Bart. Körperbehaarung. Meinen Bart lasse ich seit Weihnachten wachsen. Eigentlich habe ich kaum ein Haar auf meinem Körper. Neben meinem Bart das Haar auf meinem Kopf. Selbst unter meinen Armen habe ich nicht viel. Ein Busch ist es nicht. Lassen Sie es mich so sagen, ich habe dort Haare, wo sie hingehören. Aber ich habe zum Beispiel keine haarige Brust oder einen haarigen Rücken. Zum Glück nicht. Oder haarige Oberschenkel. Seine Erbin Kupette. Sie wird neben anderen auch etwas arm, ja. Aber keine Sorge, es gibt genug für alle, das französische Gesetz, das es verbietet, Tieren etwas zu verarmen. Dann kann man wohl von Glück reden, dass ich kein Franzose bin, sein Vermögen. Ich bin sicher kein Bernard Arnault, Chef des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton und drittreichster Mann Europas, der, das kann ich Ihnen direkt sagen. Es ist nicht so, als hätte ich 72 Milliarden Euro auf meinem Bankkonto. Seine Kindheit. Als ich jung war, hat meine Mutter immer zu mir gesagt, ich sei dumm. Sie hat mich einen Esel genannt. Seitdem versuche ich, das zu kompensieren,